Hey ho, meine Lieben, bei euch auch so heiß? Ja, bei uns übelst. Tja, eigentlich wäre an dieser Stelle ein Video gekommen, beziehungsweise das hätte schon längst kommen sollen, mit dem Iberico-Filet. Das wäre Iberico-Filet am Schnürchen gewesen. Ja, was soll ich sagen? Das Iberico-Filet, das, was ich das letzte Mal eingekauft hatte, das hat einen Schlag weg gehabt. Also, aufgepackt. Hat sich erledigt. Naja, ich wollte es bloß loswerden. Ja, und dann die ganze Woche geschaut, krieg ich da Filet. Nach der Arbeit, nichts. Naja, gestern hat mich der Rabbel gepackt, habe ich Gulasch gekauft. Dann habe ich weiße Riesenbohnen gesehen. Und ja, jetzt machen wir halt einfach ein Topfgericht. Und zwar Gulasch mit weißen Bohnen. Ja, so nennen wir das ganz einfach, Gulasch mit weißen Bohnen. Das machen wir hier draußen am Dachofentisch. Und ich hole die Zutaten raus, dann können wir die Übersicht machen und dann legen wir los. Ihr müsst jetzt hier warten. So, Freunde, die Übersicht heute mal ein klein bisschen anders. Ihr seht es nachher dann einzeln, wenn es in den Topf reinwandert. Hier ist Rindschwein drin, Gulasch, 500 Gramm Schwein, 400 Gramm Rind, gemischt, habe ich drinnen schon Salz, Pfeffer, Paprika dran, hier sind weiße Bohnen drin, einmal normale weiße Bohnen, eine größere Dose und zwei kleinere Dosen weiße Riesenbohnen. Hier habe ich geschnipselte Zwiebeln, ja, dann habe ich hier noch einen Schmand, dann haben wir noch die guten Baconstreifen, dürfen nicht fehlen. Hier haben wir noch ein bisschen am Mehl, das kommt auch noch mit rein. Hier habe ich noch Gartenkräuter, die wären für das andere gewesen. Die schmeiße ich damit an. Nein, da habe ich aber eine Szene aufgenommen, die zeige ich euch noch, füge ich gleich im Anschluss ein. Und dann haben wir eine Dose Tomatenstückig, auch mit Kräutern, sehr gut. Dann habe ich gerade noch ein Glas Letscho gefunden, sehr geil. Ja, und ganz zum Schluss kommt dann auch noch ein bisschen Creme Fraiche mit rein. Ja. Das sind übrigens meine Schuhe, die sich so nach Furz anhören. Hier, Latschen. Und ja. Kohlen glühen vor. Topf der FT9. Und sobald die Kohlen ordentlich glühen, geht's weiter. Da ja aus meinem geplanten Video jetzt leider nichts geworden ist. Warum habe ich ja, ich glaube am Anfang von dem laufenden Video schon gesagt, werde ich mir jetzt hier meine Kräuter, die Petersilie. Ja. Warum fällt mir von dem Nadelzeug nie der Name ein? Oregano, Majoran und Thymian. Das werde ich jetzt alles kleinschnibbeln. Mir in der Plastiktüte rein und halt ja in die Gefriere, damit es ja dann morgen oder übermorgen, wenn ich mal ein anderes Filet besorgt habe, ganz einfach noch gut ist. So, das zwutzeln wir jetzt alles ab, dieses Mal die Blätter mache ich wirklich ohne Stiel. Mann, manchmal bin ich echt doof. Rosmarin. Oh. Da zupfen wir auch ein paar Blätter ab. Also der ist mal richtig frisch aus dem Gewächshaus. Kommen die in die Gefriere und die holen wir halt dann wieder raus, wenn wir dieses Video, was eigentlich geplant war, durchziehen können. Und wir werden heute eventuell noch ein ganz anderes Video machen und ich bilde mir hier ja schon lange ein geiles Ananas-Eis ein und Sascha ist wieder da. Ja, und mein Glück, Sascha hat eine Eismaschine mitgebracht, die lässt er uns auch ein paar Tage, ein paar Wochen da. Guten Monat, grüß dich.
Monat, ja, und in der Zeit werde ich das Ding einmal austesten, ausprobieren und wer weiß, vielleicht kaufen wir uns dann auch noch eine. Tja, die Schuhe hören sich echt nach Furz an. Und was habe ich heute sonst noch so Stressiges? Da drin habe ich eine Heckklappe lackiert. Und ja, ihr wisst ja, bei mir geht es auch mit den Autos rund. Hier hinten zerreißt die Jugend den blauen Polo, weil die Innereien, das heißt Motorraum, Armaturenbrett etc. pp., sollen dann in den grünen rein. Gut, aber das soll uns jetzt alles nicht mehr interessieren. Habe ich für heute alles abgeschlossen. Wir machen jetzt nur noch hier an der Dutch Oven Station weiter. Obwohl, da drin wäre es ja auch eigentlich recht gemütlich gewesen. Nein, wir machen heute hier. So, Leute, ich denke, so ist die Sicht ganz gut. Den Butterschmalz hat mein Schatz mal selber gemacht. Da schmeißen wir jetzt gleich einmal ein ordentliches Stück rein. Und sobald der geschmolzen ist, können wir das Fleisch schon hineinwuchten. Da können wir jetzt hineingucken. So sieht es aus. Unser Rindschwein. So, dann gucken wir mal, was es macht. So viel Fleisch ist es nicht. Der Boden schön bedeckt. Tun wir es schön anbrutzeln. Bacon natürlich immer vorher probieren. Also wie gesagt, das einzige an Gewürz, was jetzt dran kommt erst einmal, ist an dem Fleisch Salz, Pfeffer und Paprika. Mehr nicht. So Freunde, ich habe jetzt ja die Brühe, den Fleischsaft und den Butterschmalz abgeschöpft gehabt, einfach dass es noch ein klein bisschen mehr anbrutzelt. Ja, und jetzt hauen wir auch schon unsere Zwiebeln mit rein. Die habe ich bloß grob geschnitten. Und dann darf man das Ganze noch ein bisschen weiter vor sich hinschmorgeln. Die geben ja jetzt auch wieder ein bisschen Saft ab. Aber später kommt der Fleischsaft, den ich abgeschöpft habe, natürlich wieder mit rein. Ich würde mal behaupten, das reicht jetzt, weil ich muss weiterkommen mit dem Essen. Ansonsten gibt es wirklich noch einen Mitternachtssnack. Dann hauen wir unsere Tomaten stückig rein. Ein bisschen ausspülen. Schatzi, was guckst du? Guck halt. Oh, ja, 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 ja. Dann das Lecho. Oh, da sind genug Paprika drin. Ja, da ist viel Paprika drin. Das Glas spülen wir auch aus. Ich gehe jetzt in der Tomate kurz. Jo, mach das, danke. Womit wir schon etwas Flüssigkeit drin hätten. Die Fleischbrühe fehlt noch, wo ich abgeschöpft hatte. Da ist es auch wieder drin. Ja Leute, und so lassen wir das jetzt ein bisschen vor sich hinschmurgeln. Halt, 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 halt. Ein bisschen was von dem Mehl.
jetzt muss man halt hin und wieder einen Deckel aufmachen nachher und reingucken und umrühren, dass uns das nicht ankokelt. Das Ganze setze ich jetzt einmal so ja, ein Stündel circa, dass wir es drauf lassen. Jetzt haben wir es 8:45. Jo, dann haben wir es auch schon wieder 8:45. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das wird wieder spät heute. Im Garten ist einfach furchtbar dieses Jahr. Schaut euch das Radieschen an hier. Da ist gar nichts mehr dran. Total zusammengefressen. Angefressen. Total zusammengefressen. Schön. Oh Mann. Produktion für die Biotonne. Ja, leider. Hier drin flackt auch immer mehr rum. Da geht auch was vorwärts. Hurra. Aber jetzt, Leute, zeige ich euch noch den traurigen Überrest hier hinten. Die Kohlrabi habe ich auch schon rausgerupft. Katastrophal haben die ausgesehen. Die haben schlimmer ausgesehen als die Radieschen von den Möhren. Wo sind Möhren? Hier ist Möhrchen, hier ist Möhrchen, da ist Möhrchen, da kommen Möhrchen. Aber echt nicht viel. Katastrophe. Schau deine Zucchini. Schau deine angefressene Zucchini. Zucchini ist angefressen. Hurra! Fast weggefressen. Oh Mann. Naja, aber die zwei da, die können wir bald ernten. Bald? Naja. Gut, wenn es ein bisschen größer wird. Gut. Von meinen Kartoffeln. Die lassen sich die Schnecken auch gut schmecken. Das Grünzeug. Ja, Mais wächst. Tomaten habe ich die Blätter komplett ausgedünnt. Die Salate stehen noch. Wachsen hier wesentlich größer die Blätter als hier draußen. Und da sehe ich schon wieder eine Schnecke drin hängen. Ach Mann. Naja, und die Salate auf der Seite habe ich auch alle entfernt. Die haben auch furchtbar ausgesehen. Aber die Tomaten, ja, das werden, glaube ich, so richtig, richtig große Tomaten. Da bin ich ja gespannt. Ja, und Gurken. Da kommt die nächste große, da oben nochmal eine große. Ich hoffe, dass die was werden. Ja, hier wuchert's. Naja, genug vom Garten-Update. Ein Feuerwerk haben wir jetzt auch noch. Oh, voll Idioten. Naja, schauen wir wieder zu unserem Töpfle. Hui, 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 hui. Es kocht und brodelt und blubbert. Wir haben es jetzt gleich 8:45. Ich hau jetzt die Kräuterchen hier rein. Das habe ich ja euch eingeblendet. Hätte ich die jetzt schon aufgetaut, dann hätte ich sie wahrscheinlich gar nicht mehr mit reingehauen. Aber da sie jetzt schon heraus sind, kommen sie auch noch mit rein. Bringt alles Geschmack. Dann warten wir jetzt bis halber und da hauen wir dann noch die Böhnchen mit rein. 9:55 haben wir's. Schatz hat gerade gefragt, ob das Fleisch schon weich ist. Da hole ich mir jetzt einfach mal ein Schnabulierle. Einfach Stuckel raus. Hey, das wollte eigentlich ich jetzt probieren. Ich bin der Koch. Ja, ein paar Minuten kann man es auch eh noch drin lassen. Eine halbe Stunde haben wir gesagt, bis 10 Uhr. Komm, hau mal die Bohnen rein. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Jawohl. Und ab jetzt noch ein halbes Stündchen. Dann können wir essen. Den Schmand tun wir 5 Minuten circa vor Fertigstellung rein. Juhu! Gleich gibt's Happa Happa. Yummy, 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 yummy. Ja, dann hauen wir noch unser Creme Fraiche da rein.
starker Bulldog-Verkehr heute. Wir wollen alles. Ja, und die letzten 7 Minuten lassen wir es jetzt einfach noch offen stehen und ein bisschen nachköcheln. Ich glaube, Schatzi macht Nudeln dazu. Ich weiß zwar nicht, warum man da jetzt noch Nudeln braucht, aber von mir aus. Ein paar Pilze hätten wir noch reinhauen können. Ein bisschen Salz können wir noch dazu tun. Aber das stelle ich einfach am Tisch. Wer möchte, der kann. Und ansonsten ist es gut. So, Freunde, dann werden wir den Set am Tisch verlagern. Essen ist soweit fertig. Gehen wir rüber. Ja, da kriegt der Sascha schon seine Ladung. Da kein Fleisch. Kein Fleisch gekriegt. Also der Geruch, der ist auf jeden Fall betörend. Also. Voll betörend. Ja. Was? Guten Appetit, Sascha. Danke. Oh, her mit den Nudeln. So, dann langt man einmal gescheit rein. Dann hat man vielleicht auch Fleisch mit drauf. Und noch ein paar Böhnchen. Und dann gibt es endlich das Probiererle. So, Freunde, aber was ich jetzt noch gleich mache, also ich hau mir jetzt noch ein bisschen Salz mit drauf. Das braucht man definitiv, meines Erachtens nach. Schatz, ich habe mein Essen versalzen. Selber schuld. So. Ein bisschen, aber nicht viel. Ich glaube, ich habe es wirklich versalzen. Eieieiei. Da kommt zu viel raus, Sascha, muss ich aufpassen. Klar, ich brauche gar keine Sorge. Für mich ist das genau richtig. Immer noch heiß. Geschmacklich lecker. Aber ich esse jetzt und nachher sprechen wir noch ein Fazit. So machen wir das. Leute, ich bin pappensatt und wie ihr gerade gesehen habt, hat sich Sascha noch eine kleine Portion nachgeholt. Ja. Ihm scheint sehr gut zu schmecken. Super gut. Sprich mal lauter hier in die Cam. Das ist super gut. Das komm, wir können sie auch noch ein bisschen drehen. Einwandfrei, ganz super. Gulasch, Eintopf, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Ich nenne es einfach ein zusammengemixtes Döpfle. Und diese weißen Bohnen machen sie auch ganz super. Ja. Also, mir schmeckt es gut, sehr lecker. Schatzi, was sagst du dazu? War sehr gut. Die Zusammenstellung? Ja, meine Nudeln. Auch wenn du gesagt hast, Kartoffeln. Nee, weil keine Kartoffeln, da gibt es Nudeln. Also, die Zusammenstellung passt. Es ist mal ein bisschen was anderes, definitiv, aber es ist lecker. Wenn ich auch dazu sagen muss, das Rindfleisch ist noch nicht ganz durch gewesen, also das ist noch etwas bissfest, nennt sich bissfest. Ja. Vereinzelte Stücke. Vereinzelte Stücke? Ja, nur vereinzelte. Ich habe auch ganz, ganz zarte gehabt. Ja. Ja, da hätten wir vielleicht ein bisschen länger dopfen müssen, aber naja, wir wollten ja auch irgendwann nochmal essen. Gut, mit dem Eis wird es heute nichts mehr, aber definitiv morgen. Oder Sascha? Morgen, ja, klar. Ich kann noch. Die Chemis steht noch.
Wir können gerne noch ein Ananas-Eis probieren. Ananas? Hast du eine? Ich habe eine Dosen Ananas gekauft extra. Dosen? Ja, ja. Du musst eine frische nehmen. Nein. Wir können ja eine kleine Menge machen. Nein, jetzt nicht. Ich schatte schon wieder gegen alle. Es ist halb 11 abends. Ja, und? Ja, genau. Ja, und? Nee, jetzt gibt's keine Ananas mehr. Keine Dose. Also heute mache ich kein Video mehr. Muss ich noch 1,5 Stunden warten. Machen wir morgen 5 verschiedene. Was? Also Leute, wir machen morgen Eisvideo. Eisvideos. Schauen wir mal. Und vom Grill gibt's dann auch noch was. Tja. Was soll ich sagen? Wo ist mein Muckerbatscher? Ja, die schwirren heute hier schon ziemlich rum. Und ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns, Tschaikowski. Wo ist jetzt das blöde Vieh hin? Weg.